Es ist Januar, frohes neues Jahr. Nein. Und es ist passiert viel, genau jetzt gerade. Weil genau jetzt gerade... Ich krieg meine Schuhe nicht zu. ...hat man schon seine Tage bekommen, das erste Mal. Ich bin dafür, dass das jetzt kein Videoblog mehr ist, sondern ein Tourblog. Weil wir so viel auf Tour waren. Nein. Okay, dann ist es Teil 2 von Block 7. Wir sind Bootlays und wir sind immer noch hier. Und wir waren ganz, ganz viel im Januar unterwegs, wie wir gerade schon erzählt haben. Und das war ganz, ganz geil. Also, geil, Digga. Also mein Highlight war Berlin. Meist nicht. Okay, so. Aber ihr kriegt jetzt trotzdem Ausschnitte von Berlin. Ich erzähle jetzt gar nicht so viel, das seht ihr dann alles. Und wo fahren wir gerade hin, Flo? Ins Penisdorf. Nach Berlin fahren wir. Das wird schön. Wir sind ja schon über 7 Flüsse gefahren. Jetzt über 7 Flüsse gefahren, so sieht's aus. 200 B angefangen. Wir sind in Berlin und fahren auf den Eiffelturm zu. Das ist gar nicht der Eiffelturm, der ist nämlich gar nicht. Was rede ich denn da? Ja. Wie willst du auch ein bisschen pöbeln? Pöbel. Ich will auch mal schnacken. Und dann fahren wir nochmal zur Brandenburger Tor und zur Berliner Mauer. Und zum Bundestag natürlich. Und dass wir das alles gar nicht mehr schaffen. So, und das alles schaffen wir in einer halben Stunde, weil wir gleich beim Soundcheck sein müssen. Und Polen ist nicht schön. Meisterstress. Anton ist so individuell, dass er sein Handy auf Englisch haben muss. Wine Meisterstress. Jetzt? Nein. Berlin. Oh mein Gott. Das war eine Bockwurst, du Affe. Wir sind übrigens da. Wo? Alexanderplatz sind wir. So, erste Station. Ey, da unter den Ding da, unter die Uhr müssen wir gehen. Unter was? Unter die Uhr da, die kennt man nämlich auch weltweit. Echt? Ja. Wieso? Weil das eine Uhr ist. Da machen wir jetzt ein Foto vor. Das ist die Weltuhr. Was soll das da oben drauf darstellen? Der Kosmos. Der Milchkreis. Okay. Es ist scharf. Pfeiler. Guck mal, JB, er ist dicker als deiner. Nein. Boah, dann hast du ernsthafte Krankheit. Oh, warte, das ist... Aha. Okay, machen wir ein Foto. Ja? Aber nicht mit, mit der Kamera. Nein, nein, natürlich nicht. Okay, Hanna, guck mal, da ist ein Bassist, der ist viel besser als du, JB. Schönes Ampelmännchen, einen größeren Presenter als du, Anon. Ganz viel Wandgraffiti, weil es so individuell ist.
sagen. War geil, sehr, oder? Sehr aufsichtig. War sowas von geil. Also der Sound war bombastisch. Also besser als ejakulös. Sonst. Ejakulös. Also da haben wir uns wirklich in die Hosen gespermt. Vor allem das stimmt, ja, das stimmt. Anne, was sagst du dazu? Was? Ja. Du hast ja auch in die Hose gesperrt, weil der Sound so geil war, oder? Ja. Und Hanna, du auch, ne? Du hast ja auch in die Hose gesperrt, weil das auch so geil war. Richtig. Ja, die kennen wir ja persönlich, das wissen die meisten nicht. Was? Aber, ja, genau. Aber Joko ist Antons Onkel. Ja, so sieht's aus. Wir sind auch demnächst bei... Deswegen die erstaunliche Wendigkeit. Ja. Guck mal, das ist wie aus dem Gesicht geschnitten. Warte, Joko und... Oh Gott. Oh Gott, nein. Joko und Anton. Guck mal, wenn er eine Brille hätte, wäre es Anton. Ja, und in Berlin war auch so ein lustiger Punker auf der Bühne. Das ist nämlich einer von den Ramones, das wissen die meisten jetzt nicht oder kennt es vielleicht auch nicht, aber das ist der alte Ramones-Schlagzeuger, der uns bei einem Sex Pistols-Lied gefeatured hat. Genau. Bei God Save the Queen, das war mega lustig, davon ging es auch mal ausschnitt. Da haben wir was sehr Schönes getan. Und zwar, wir haben mit einer Bank, also einer Schaukel, ein Bier aufgemacht. Das gibt's und auch wir haben miteinander geschlafen. Du bist hallo! Hui! Voll geil von Friso. Hallo. Das ist hier Frisos Hot. Hallo. Frisos Hot und wir pennen hier und das ist schön. Und wir bedanken uns da sehr für. Und ja, heute Nacht wird viel passieren. Wahrscheinlich wird JD endlich seine Jungfräulichkeit mit 20 verlieren. Von uns. Warum hast du deine Hände in deiner Hose? Wir waren letztens natürlich wieder Feng Shui essen, wie JB es so gerne nennt. Und zwar bei unserem altbekannten Asiamann in Bramfeld. Die Rats war sehr gerne, weil er sehr nett ist. Er hat uns das sehr gut zubereitet, das Feng Shui. Und das war nicht so 0817, das war schon richtig. Das war 0815. Nicht auf Festival. So, JB, was machen wir denn gerade? Ja, Anton, erklär uns mal, was sind die Zutaten von Feng Shui? Also, Feng Shui aus dem griechischen Feng Wing ist deutlich anerkannt ein Essen aus Nudeln und anderen Zutaten. Zeig uns doch mal, wie man das isst. Und es schmeckt gut. Oh, geil. Wir sind natürlich am größten geschrieben, weil... Wir am coolsten sind. Ja. Jenny, kannst du ein Foto von uns davor machen? Nächste Zeit sind wir im Ruhrpott unterwegs, unter anderem im Oberhausen, im Druckluft, das wird lustig. Ja, wir sind gerade in unserem Hotel angekommen. Wir sind jetzt reich und bonzen, wir pennen das erste Mal in einem Hotel. Es wird ein dicker Gangbang, wir laden uns ganz viele Dorfmatratzen ein. Und dann, mach mal auf dich selber jetzt. Na, JB? Hallo, JB. Und dann wird das derbe geil, weil mach jetzt wir ein Hotelzimmer haben. Wir können mach auf Flo. Seid ihr Rockstar, haben wir hier ein Hotelzimmer. Und jetzt zeigen wir euch das mal. Kloppenburg, großen Kneten. Großen Kneten. Und das ist unser Hotel hier und wir haben hier eine Kegelbahn. Das ist übel nice, weil Feuchtigkeit ist in allen Bereichen wichtig. Alter, da macht er 7. Alter, wir sitzen zu lange. Hallo JB. Hallo. Was geht? Erzähl mal. Nein, ich frage gerade den Kollegen.
Erzähl mal, JB, wo sind wir denn gerade? Wir sind in Castrop. Red mal lauter. Castrop sind wir, ne? Castrop Rauxel. Genau. Wer kommt daher? Anton. Und? Flo. Und? JB. Und? Deine Mutter. Flo, wer kommt daher? Wir sind nicht. Ich? Ja, okay. Das Schlimmste ist, Flo hat gar keinen Führerschein. Vagina, 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 seht ihr mich? Ja. Guck mal, was da ist das. Das ist gar so ein Meter Oberhausen, weltbekannt. Und sonst ist hier wirklich nichts. Gar nichts. Das riecht echt nicht geil da drin, ey. Ja, ich glaube, ich gehe da auch nicht hin. Das riecht echt nicht geil. Ich spare mir das noch ein bisschen. Mann, was ist dein Kommentar dazu? Alter, ist das groß. Schon nicht so klein, ne? Größer ist das Ads bei uns in Hamburg. Ich habe gehört, viermal so groß. Hab ich auch gehört. Alter. Alter, ist das riesig hier. Hier haben wir gerade gespielt. Auch Anton, leider. Auch ich. Da stand noch ein Schloss und so. Gut, wir brauchen mal Zeit. Lass uns mal rein. Sexy Musiker. Jetzt sind sie wahrscheinlich nur das, was sexy Musiker hinterlassen. Ich sterbe nach Ei. Kommt das los? Und da oben ist sogar unser eigenes WC. Ja. Selfie-mäßig, Junge. Und da freuen wir uns drauf. Oh ja. Tja, soweit war es das mal wieder von uns. Vielleicht hört ihr ja nochmal von uns, bevor wir uns auflösen. Wir sind total irre. Das wird aber alle nicht zu lange dauern. Und deswegen ist er jetzt hier so lang wie mein 3 Meter. Oh. Eins. Zwei. Oh, drei. Hallo. Ach, bin ich. Einen Moment. Du bist. Oder musst du nochmal pissen? Moment. Oh, ich muss eigentlich noch pissen. Ja, egal. Ich muss auch pissen. Vier. Ja. Oh, oh. Ich hab hier ein Interview. Aus dem Bandcamp. Guten Tag, lieber Jacek Benner. Wie war dieses Erlebnis? Wie war es? Was haben Sie gefühlt in diesem großen Risiko, in dieser großen Gefahr? So kurz vorm Tod. Irgendwas halte ich in meiner Hose. 170 cm dick, Bitches!